Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash of Clans mit Minifred. Und bevor wir gleich in meinen ganz normalen Account reingehen, will ich jetzt mal ganz kurz eben was testen. Als ich gehört habe, der Santa Spell kommt raus, beziehungsweise Santa's Surprise, der Zauber zu Weihnachten, habe ich mir so gedacht, was kannst du damit machen? Kannst du damit ein Rathaus zerstören? Kannst du damit ein Rathaus zerstören, ja oder nein? Gesamtschaden 900, das wollen wir jetzt gleich mal testen. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, gerade noch im Developer-Account, oder beziehungsweise im Developer-Build, und habe mich jetzt mal selber herausgefordert, mit Rathaus 1. Das geht nur hier, denn ansonsten kannst du ja erst ab Rathaus 3, glaube ich, die Clanburg bauen, die ja jetzt hier dann trotzdem schon da ist. Und ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal aus. Mit Rathaus 1 gegen den Zauber. Komm, 5 Stück. Fünf Stück. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Lol, wir haben Rathaus 1 zerstört. Wie geil. Wir probieren das jetzt doch mal gleich aus mit Rathaus 2 und so weiter. So weit, wie es geht. So lange, bis wir die Rathäuser nicht mehr kaputt kriegen. Also kurzer Cut, bis gleich. So, ich habe mich jetzt nochmal herausgefordert. Allerdings mit Rathaus 3. Und Rathaus 2 geht nicht. Und zwar aus dem Grund, ich bräuchte dafür den Base Layout Editor. Der ist aber erst ab Rathaus 3 verfügbar, das bedeutet, wenn ich Rathaus 2 habe, kann ich es nicht ändern, kann mich also nicht herausfordern, also geht's nur ab Rathaus 3. Ist aber egal, wir probieren es einfach mal bei Rathaus 3 aus, da ist es schon. Oh, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, ob das funktionieren wird. Fünf Stück. Reicht das oder reicht das nicht? Das wäre natürlich geil. Nein, nicht ganz. So knapp. Okay, dann machen wir es mal anders. Ich will das auf jeden Fall zerstören, also werde ich mir jetzt mal ganz kurz... Ich werde mir ganz kurz ein Erdbeben spenden. Bis gleich. So, jetzt habe ich ein Erdbeben. Jetzt habe ich ein Erdbeben Level 4 und wir wollen mal gucken, ob es jetzt reicht. Tatsächlich, ob es jetzt reichen wird gegen Rathaus 3 oder nicht. Da ist es wieder. Komm, das reicht. Das muss reichen. Erst ein Erdbeben drauf und dann gucken wir mal, ob es reicht. Bitte. Sag mir, es funktioniert. Ah, es muss aber reichen. Wir haben schon richtig viel Schaden gemacht. Der ist gerade reingelaufen, der letzte Bauarbeiter ist gerade reingelaufen und es ist vollbracht. Wir haben das Rathaus tatsächlich zerstört mit dem Santa Spell, also mit dem Santa Surprise. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir auf jeden Fall in meinen normalen Account. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ah, Home Sweet Home. Und was vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen ist, ich habe meine Base umgebaut. Leute, ist alles leer. Was? Es ist alles leer. Ich habe die Base umgebaut, habe mir sogar ein paar Flaggen gekauft. Oh, Moment, nicht verschieben. Hier unten die amerikanische, die japanische, die südkoreanische, die kanadische und hier an der Seite auch noch, um so ein bisschen Platz zu schaffen für den Weihnachtsbaum. Wie geil. Für den Weihnachtsbaum. Jetzt wollen wir natürlich gleich selber nochmal das testen. Es war ja gerade mal das erste Ereignis. Sammlerschub ist draußen, Weihnachtspräsent ist draußen. Zweite Clash-Weihnachtstag in 4 Tagen, geil. Armeeschub für ein Juwel auch in 6 Tagen. Also es wird richtig viel kommen, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, ich kann es euch sagen, es kommen noch richtig coole Sachen. Das war gerade mal der Anfang, der Center-Zauber, ich nenne ihn einfach mal Center-Zauber, ich finde es besser als Center-Surprise. Und das super Weihnachtspaket kaufen wir morgen, ich bin schon so gespannt. Und ja, ich würde sagen, ich habe Kaka-Zauber, ich möchte den hier haben natürlich, ich möchte natürlich den Center-Zauber haben. Den möchte ich natürlich haben, dafür müssen wir mal eben ganz kurz ein bisschen was aufräumen. Das muss reichen. Lass uns mal einen auf jeden Fall noch in Reserve übrig, so 8 Stück. Davon einen und den packen wir doch dahin. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir ready to go. Ich finde diese Base richtig episch. Ich weiß nicht, ob sie gut halten wird oder nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sie genug Außenplatz, um was zu spawnen. Ich weiß, nicht überall ist noch. Zum Beispiel hier könnte natürlich auch noch einer spawnen dazwischen. Aber trotzdem finde ich, ist sie schon ganz solide. Farmtechnisch läuft es auf jeden Fall auch halbwegs, muss ich sagen. Ja, muss man sagen, ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Und wenn ich die 100.000 habe durch das Angebot, geil, dann kann ich ja bald schon meine Königin machen. Ha, das ist der Plan. Die Königin soll natürlich so schnell wie möglich auf Level 45. Je nachdem natürlich immer, wie viel Zeit du hast zum Spielen. Ne? Das ist ja auch mal so eine Sache. Und dann würde ich sagen, ich suche jetzt mal eben ganz schnell einen Gegner raus. Und ich bin auch so geflasht, dass das tatsächlich funktioniert hat, ein Rathaus zu zerstören. Also, irgendwer hatte bei uns in den Chat geschrieben, nein, das geht nicht. Aber das geht natürlich schon bis Rathaus 3. Vielleicht geht auch bis Rathaus 4. Das weiß ich nicht. Müsste man mal testen, ob es bis Rathaus 4 vielleicht auch noch funktioniert. Ist halt auch...
Ja, ich sag mal, es ist halt auch hinlänglich oder hinfällig ist ja eher der bessere Ausdruck, weil du brauchst es ja ansonsten nicht. Einige hatten schon mal überlegt, das vielleicht im Clankrieg bei uns jetzt zu benutzen. Wir haben aktuell einen Clankrieg. Anstelle des Blitzzaubers, naja, keine Ahnung. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das überhaupt im Clankrieg verfügbar ist. Und was suche ich jetzt überhaupt? Ich suche ja eigentlich erstmal nur... Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich Dunkles farmen muss. Ich musste so lange kein Dunkles mehr farmen. Jetzt bin ich im Grunde dazu gezwungen, mal wieder... Das ist echt eine Ungewöhnung. Glaubt man gar nicht, aber es ist wirklich so. Oh, Moment. Hatte ich erst überlegt, ob ich mir den snaggeln kann. Kann ich aber nicht. Nein. Ich hatte ansonsten überlegt, vielleicht nur das Rathaus mitzunehmen. Das war aber eine blöde Idee. Deswegen, kurzer Cut, Freunde. Bis gleich. Und dann probieren wir Lazy Farming aus. Vor allem probieren wir dann natürlich den Center-Zauber aus. Nur 3 Stück habe ich ja. Das natürlich primär. Ja, hat sich das Warten auf jeden Fall mal gelohnt. Hier haben wir nämlich einen. Ja, müssten wir den zu 100% schrubben. Ich würde mal ganz gerne was ausprobieren. Und zwar möchte ich mal ausprobieren, ob wir nicht vielleicht, ja, ob wir die Clanburg des Gegners nicht vielleicht locken können, beziehungsweise zerstören können. Komm, Moment. Hüpf rein. Na, der will nicht rein. Der will nicht durch die Mauer gehen. Der will einfach nicht durch die Mauer gehen. Ich muss irgendwie gucken, dass wir die mal eben... Ich würde die ganz gerne mal locken. Ich würde ganz gerne die Clanburg des Gegners zum einen natürlich locken. Und zum anderen... Na, wir müssen mal gucken. Das wird schwierig werden. Ich will die mit dem Center-Zauber... Mit dem Center-Spell will ich sie zerstören. Aber er hat nichts drin. Der hat ja nicht mal was in der Clanburg drin. Okay. Ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr komisch. Oh, ich habe noch zwei Riesen vergessen. Ja, müsste ich vielleicht mal eben ganz kurz schrieseln. Keine Lust, dass mir da... Komm, da drauf. Jetzt mal eben Heilung. Oh, da kommt er schon. Wir setzen einfach nur einen da drauf. Geil, der hat echt schon ein bisschen was angeschlagen, ne? Oh, der ist so schnell down. Krass, nein, ich hatte noch Riesen in der Clanburg. Oh, nein. Ich hatte noch Riesen in der Clanburg. Ist egal. Die Königin, solange die Königin davon nicht unbedingt schon getroffen wurde... Oh, ich muss gucken, ey, dass ich echt noch was mitnehme. Das ist gerade schon so wieder so ein Assi-Angriff. Oh, die Königin darf nicht getroffen werden. Moment. Ich muss sie jetzt muss ich sie zünden. Bevor sie von dem Inferno getroffen wird, ist natürlich jetzt die Frage, gehen wir da vor? Wir setzen da ruhig mal ein paar hin. Und da auch, da sind sie ja eigentlich relativ safe. Komm, gib ihnen, sehr schön. Jetzt können wir die Kobolde ruhig mal reinholen. Der ist schon, also ich muss schon sagen, der ist echt schon ziemlich lustig, der Zauber. Muss man wirklich mal sagen. So ein paar noch dahin. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich habe ja echt noch im Grunde kaum Loot geholt bisher. Wenig zumindest, ne? Sehr wenig. Ah, jetzt holen wir uns ein bisschen noch was. Ist okay. Jetzt holen wir uns noch den Rest. Oh, guckt euch mal an, die ganzen kleinen Kobis. Die ganzen kleinen Kobis, wie sie da reinlaufen. Ja, schön. Wir holen uns das alles. Sehr gut. Auch wenn wir kein 100% kriegen, ist egal. Ich bin meistens auch so ein bisschen verwirrt immer, wenn ich dann so eine Base sehe, dann ist das wie so ein Kind an Weihnachten. Man will alles haben und dann kriegt man im Endeffekt doch nichts. Ah, da oben noch, schnell holt euch das noch, dann bin ich zufrieden. Nicht alles geholt, aber fast alles. Wobei, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance, zumindest noch ein bisschen was zu holen, solange der Riese noch ein bisschen nach vorne läuft und tankt. Dann haben wir noch eine halbwegs realistische Chance, noch an die Mine zu kommen. Das wäre cool. Komm. Gib ihm. Ich will auch noch was testen. Ich lasse gleich noch einen herausfordern aus dem Clan. Ja, aber wir haben es gleich. Nein, da oben. Ah, das Lager zählt noch mit. Da ist auch noch was drin. Ich will gleich mal noch einen herausfordern und da will ich mal sehen, ob wir nicht vielleicht mit noch einem Erdbeben, wie viel Schaden wir dann machen können an so einem Rathaus. Ich bin mal gespannt. Warte mal, das interessiert mich jetzt mal eben. Kurzer Cut. Ich bewerte natürlich Clash of Clans. Ich muss gerade neu installieren. Bis gleich. Ah, top. Ich habe zwei Leute aus meinem Clan haben jetzt quasi gefordert oder beziehungsweise haben jetzt eine Herausforderung gestartet. Und wir haben jedes Mal, haben wir jetzt fünf Centers Surprise, nein, nicht Centers Spell, Centers Surprise, und haben 2 Erdbeben. Und einmal ist es Rathaus 9 und einmal ist es Rathaus 10. Und das ist sehr cool, denn dann können wir das jetzt mal genau testen. So. Und gucken jetzt einfach mal nach. Ja, der hat jetzt ungefähr, also guckt euch das mal an. Es ist ungefähr, würde ich schätzen, ein Drittel, was weg ist. Und jetzt hauen wir ihn mal drauf und gucken mal, was passiert. Ja, Center, deine Präsente sind da. Fast, ne? Drittel ist ungefähr noch da. Oder Viertel, würde ich mal schätzen. Krass. Ah, dann zerlegen wir das Dorf jetzt trotzdem nochmal eben. Kriege ich das wohl kaputt? Das Rathaus? Kriege ich das Rathaus wohl noch kaputt? Nur mit Kobolden? Nur mit Kobolden! Alle. Lauft, 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 lauft. Ja, wir haben's.
Wir haben es kaputt gemacht. Okay, wir probieren das jetzt mal eben noch aus bei Rathaus. Warte mal, gibt's denn keinen niedrigeren bei uns? Ich glaube nicht. Wir haben nur noch Flo, der ist zwar Rathaus 10, wir können das aber trotzdem mal noch machen als Vergleich. Merkt euch mal, wir hatten gerade ungefähr ein Viertel, was übrig war noch. So. Ja klar, das wird natürlich jetzt mehr Trefferpunkte übrig behalten als das Rathaus 9, ist ja logisch. Aber ich glaube, gegen den Rathaus 7 könnte es schon funktionieren. Ja, ist auch ungefähr, würde ich, das ist jetzt wirklich ein Drittel. Krass. Gegen den Rathaus 7 müsste es eigentlich funktionieren. Zumindest fast. Rathaus 6, 7, so den Dreh. Könnte es funktionieren und ja, wenn ihr noch wollt, dass ich das nochmal teste, dann lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Morgen werden wir auf jeden Fall das Weihnachtsangebot kaufen. Ich freue mich schon drauf. Das wird echt super. Super Weihnachtspaket, fünffacher Wert. Denkt dran, ihr könnt alle Sachen hier boosten für ein Juwel. Denkt dran, es kommt bald auch noch der zweite Clash-Weihnachtstag. Das hier bleibt jetzt übrigens bis zum 5. Januar und der zweite Clash-Weihnachtstag, wenn dann nochmal was kommt, dann bleibt das auch, ne? Dann habt ihr quasi zwei Sachen gleichzeitig plus noch den Sammlerschub, also ziemlich viel, was aktuell anliegt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis morgen. Tschüss!